Warmann, Sie haben Pater Kentenich in Milwaukee besucht und sind auf ihn getroffen, noch mit dem kritischen Geist eines Studenten. Und was ist Ihnen von dieser Begegnung geblieben? Also das war 1964. Da gab es in Deutschland unter den Studenten eine beachtliche Unruhe, die dann auf den Höhepunkt erst 1968 gekommen ist. Aber diese Unruhe der Studenten habe ich in mir getragen und mitgemacht und war also sehr kritisch gegenüber jeder Autorität, zum Beispiel auch als Theologiestudent gegenüber meinem damaligen Bischof. Und in dieser Stimmung habe ich Schönstatt kennengelernt ein bisschen, mit einigen Leuten darüber geredet, einiges gelesen und interessierte mich auch für Pater Kentenich und hatte als junger Priester, gerade ein Jahr nach der Priesterweihe, die Möglichkeit, ihn zu besuchen. Und das war eine entscheidende Begegnung für mich und mein ganzes Leben. Denn ich war so ein bisschen auf der Suche, was will ich denn eigentlich tun? Und habe mit Pater Kentenich viele Gespräche gehabt. Aber das, was mein eigentliches Anliegen da gewesen ist, nämlich, dass ich ihn fragen wollte, warum sind Sie in die Verbannung gekommen? Was haben Sie verbrochen? Dazu bin ich überhaupt nicht gekommen, weil er so interessiert mich gefragt hat und ich erzählt habe und er darauf eingegangen ist, dass ich dadurch ganz in seiner Welt, auch in seine Sendung hineingenommen wurde. Und im Laufe dieses Treffens, das waren nur 12 Tage, haben wir immer miteinander gesprochen und es wurde immer persönlicher. Und von einem persönlichen Gespräch will ich zum Abschluss noch etwas erzählen. Das war so ein bisschen wie ein Schlüsselerlebnis für mich, auch für meinen Weg nach Schönstatt. Er fragte nach Maria, er fragte nach meiner Beziehung zu Maria und ich musste ihm gestehen, dass ich als Student überhaupt nichts von Maria da gehalten habe oder mich an sie gehalten habe. Aber unmittelbar vor der Priesterweihe hatte ich ein nächtliches Erlebnis, das mich sehr verwundert hat eigentlich, wo ich die Frage in mir aufkommen ließ, kann man zu Maria du sagen? Und wenn jemand so eine Frage hört, dann wird er direkt sagen, er muss ziemlich weit weg von Maria sein. Das habe ich ihm also erzählt und dann gleich in dem Augenblick auch erlebt, wie das selbstverständlich ist und wie Maria mich zu Christus führt. Und daraufhin, wir saßen nebeneinander auf einer Bank, wir schauten uns also nicht an, daraufhin wendete er sich mir zu und sagte, wenn Sie Maria gern haben, schwierig das zu sagen, wenn man das so aus der Erinnerung herausholt. Jedenfalls sagte er, wenn Sie Maria gern haben, dann sind wir Freunde.